Wir haben heute den Start unserer Interviewreihe wieder und haben keinen geringeren als Tom Gable heute bei uns zu Gast. Der Tom bringt am Freitag sein neues Album raus, welches da heißt Live at the Savoy. Was mich gewundert hat, es ist sein erstes Live-Album. Warum hat das so lange gedauert? Ich habe mich extra auch gewundert, ja. weil man ja eigentlich sagen müsste, das ist ja eigentlich so eine Musik für live, auch wie wir machen. Wir spielen ja total viele Konzerte oder haben vor Corona, sagen wir mal, sehr, sehr viele Konzerte gespielt. Und das ist auch eine Musik, die auch zum Großteil davon lebt, live gespielt zu werden. Ja. Trotzdem habe ich immer irgendwie gedacht, nö, Live-Album brauchen wir irgendwie nicht. Jetzt musste erst quasi die Zeit, musste erst Corona kommen, wo wir so gut wie gar nicht gespielt haben, dass wir mal gesagt haben, jetzt wäre es doch mal was Feines, mal ein Live-Album zu machen. Ein bisschen auch sogar mit dem Hintergedanken, wer weiß, was überhaupt so kommt, wer weiß, ob wir überhaupt nochmal so spielen können. Ja. Frage, die wir uns eben hier gestellt haben, gab es eigentlich mal irgendwie eine Chance, mit dem Roger Cicero auch zusammenzuarbeiten? Ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe irgendwas im Kopf drin, dass da mal was war, aber ich weiß es nicht mehr. Nee, wir kennen uns witzigerweise sogar vom Studium kannten wir uns. Mhm. Da war ich ganz jung, habe da angefangen mit Posaune, das war 1996, 97. Da war er noch quasi Student, er war schon ein bisschen älterer, ja. Student da an der Hochschule in Hilversum in den Niederlanden, also gar nicht so weit weg sozusagen. Und ich weiß noch, er war damals so ein cooler Typ auf der Hochschule, er hatte auch so Schlangenleder-Cowboy-Stiefel und so. Er war so ein bisschen abgedrehter Vogel. Der hat sich dann ja ganz schnell gefangen, ist dann ganz gesund geworden mit Yoga und so. Ja. Aber der hat es damals ordentlich krachen lassen, das weiß ich noch. Aber so zusammen, wir super Sänger und so, wir kannten uns so als Sänger, als Kollegen und haben uns geschätzt, aber wir haben nie was zusammen gemacht. Also, da musst du eben noch so drüber unterhalten. War da was oder war da nicht was? Du bist natürlich im besten Sternzeichen geboren, am 13.01. Und da können wir auch direkt die Gewinnspielfrage mit reinnehmen. Wir könnten doch jetzt mal die Frage stellen und verlosen dazu dann 3 Alben von dir, in denen wir dann einfach sagen, wann kommt das Album raus vom Tom? Ist es der 7.5., der 8.5. oder ist es der 6.5.? Ich weiß es selber noch nicht mal. Du weißt es selber noch nicht mal? Ich sag nichts. Ich habe eine Ahnung. Du bist das zum ersten Mal aufgefallen, 2004 war es, da hast du noch Frank Sinatra gespielt. Mhm. Und zwar, wie hieß das nochmal? Tom Gable und Band spielen Frank Sinatra. Ja, mache ich immer noch gerne. Echt? Ja, klar. Durch Frank Sinatra bin ich zum Sänger geworden. Ich war, wie gesagt, vorher Posaunist und Schlagzeuger, habe das studiert und dann habe ich Frank Sinatra kennengelernt, die Musik, und dachte, wow, Posaune und Schlagzeug, alles schön und gut, aber eigentlich wäre es doch toll, dass ich immer ein Sänger sein könnte. Und ich habe immer mitgesungen zu meinen Platten, zu meinen Lieblingsliedern. Okay. Und so bin ich dann langsam da reingerutscht. Und dass ich dann jetzt auch quasi singen darf und das machen darf, was ich mache, und dass ich auch so eine Live-Platte machen kann. Es ist ja auch einiges von Sinatra drauf auf dem Album. Das liegt einfach daran, dass ich durch Sinatra zum Sänger geworden bin und das auch immer noch mache. Du hast dann das erste Album rausgebracht, 2005, 2006. Hast du noch alle Alben im Kopf, die du seitdem gemacht hast? Sind ja doch einige. Ja, aber es sind nicht, also der Tag, wo ich meine Alben nicht mehr aufzählen kann, dann weiß nicht, dann kannst du mich hier raustragen. Okay, super. Du hast dann in 2007, hast du aus dem Ä in deinem Nachnamen, hast du ein AE gemacht. Ich habe das nur gelesen, das fand ich gut, aus Gründen der Modernität. Aus Gründen mit UE. Ja, tatsächlich, ich hatte beim zweiten Album hatte ich Kontakt mit einem, mit so einem Art James Last, Barry Lippmann heißt der, das war auch so ein Easy Listening Künstler in den 60er, 70er Jahren. Der war damals schon sehr hochbetagter Herr und ich habe ihn gefragt, weil ich einen Song von ihm aufnehmen wollte. Dann sagte er, hey, mach das doch wie der Bad Kempfert. Mit dem, das ist irgendwie nicht so gut, mach doch AE einfach. Das ist einfach internationaler, das lässt sich lockerer schreiben irgendwie. Und wir dachten dann auch, naja, mit dem Internet wurde das ja immer wichtiger und die Webseiten und alles, da gab es ja kein da immer Tom Gable haben wir eh so geschrieben, da haben wir gedacht, ziehen wir jetzt einfach komplett so durch. Und ich bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Es ist ja kaum mal ein Künstlername. Ich meine, wenn ich jetzt heißen würde Hans-Joachim Brockenberg and his Orchestra, wäre schwieriger. Aber Tom Gable, es ist ja auch nicht mein Name, ich heiße nicht Thomas. Ist so einprägsam. Dieses AE, vom Ä zum AE ist ja kaum gekünstelt. Was ich wirklich hammermäßig fand, das habe ich nicht gewusst, du warst mal
zu einem Gastauftritt beim GZSZ. Wirklich, ja. Ja. Das hätte ich jetzt was vergessen, das stimmt. Das war 2010. Da habe ich in diesem Club, ich weiß gar nicht, den Club gibt es da immer noch, der immer so bespielt wird, wo immer die heißen Sachen passieren und hier Liebesgeschichten und große Dramen. Und da haben wir dann einfach im Hintergrund gespielt, während da irgendeine heiße Party war. Man sieht aber von mir, glaube ich, nur die Beine im weißen Anzug und von meiner Band sieht man auch nur die Beine. Okay. Was mich doch interessieren würde, du hast jetzt auch die Corona-Zeit hinter dir. Wie viele neue Songs für kommende Alben sind schon entstanden? Gerade im Moment entstehen total viele. Es ist ja das Witzige, jetzt kommt gerade mein das Live-Album raus. Da bin ich natürlich mit dem Herzen eigentlich da, aber trotzdem mit dem Hintergrund arbeite ich schon an neuen Songs für das nächste Album, was im nächsten Jahr rauskommt. Und eventuell könnte es sogar sein, dass auch mal Deutsch gesungen wird. Und da schreibe ich gerade sehr fleißig. Also da entstehen gerade viele Songs. Ich bin auf jeden Fall nicht durch Corona jetzt faul geworden. Ich habe mich nicht daran gewöhnt, immer im Garten zu sitzen oder so, sondern ich sitze einfach im Studio und mache gerade wieder viele neue Sachen. Man hat ja auch Zeit gehabt in der Corona-Zeit jetzt, ne? Ja, man hat auch Zeit gehabt. Also ich kenne das auch von anderen Leuten, dass man sich so ein bisschen mal hart hängen lassen hat. Aber das war fast immer nur eine Zeit. Ganz am Anfang dachte ich, so wie viele andere auch, ach, das ist ein bisschen so wie Zwangsurlaub. Ja. Kann man ja auch mal machen. Aber dann nach so ein paar Wochen wird es einem dann noch ein bisschen langweilig. Da fängt man an, was im Studio zu machen. Da gab es so eine Zeit, da habe ich total viel mal wieder geübt. Alle Musiker klagen immer darüber, dass sie keine Zeit mehr haben. Man spielt und steht ständig auf der Bühne. Man hat aber keine Zeit mehr zum Posaunenüben oder zum Singen. Das habe ich dann eine Zeit lang total viel gemacht. Und auch da hat man immer gedacht, so, jetzt langsam können wir aber auch mal wieder auftreten. Und das war natürlich gerade für uns mit der großen Band so wenig, dass wir dann so einen Auftritt wie da Live at the Savoy, das war am 8. September im letzten Jahr, das haben wir uns, das war wirklich wie so eine Oase in der Wüste, wo wir dann einfach mal gesagt haben, da haben wir jetzt einen von den wenigen Auftritten, wo wir überhaupt mal spielen können. Vom Publikum durfte nur nicht mal der Saal ganz voll sein, die Hälfte oder ein Drittel durfte rein, aber wir konnten mit der ganzen Band auf der Bühne stehen. Dann lass uns das jetzt mal nehmen und wir haben uns wirklich wir haben uns da wirklich die Seele aus dem Leib gespielt. Das war erstaunlich, weil wir gar nicht so viel vorher gespielt hatten. Wir haben gar nicht so viel dafür üben können und es waren alle, mit meiner Band war ich total begeistert. Ich war auch von mir überrascht, weil ich normalerweise jemand bin, der sich auch mal versingt, also so einen Textfehler macht oder man sagt da plötzlich, Moment, was war nochmal der Anfang von My Way oder sowas. Das ist mir an dem Abend alles irgendwie nicht passiert. Es ist alles erstaunlich gut durchgegangen. Deswegen hatte das so einen magischen Moment für uns. Deswegen bin ich wirklich so froh, dieses schöne Album, dass wir das jetzt festhalten konnten. Und ich gehe mal davon aus, das war noch mehr als nur Beine zu sehen. Ja, man sieht eine Menge von uns, ja. Nicht so viel, wie manche sehen wollen würden, aber... Wir weisen nochmal darauf hin, dass unser Gewinnspiel, wann kommt das Album von Tom jetzt raus? Ist es jetzt der 6., 7. oder 8., 5.? Tom verrät ja nichts. Ich verrate nichts. Wir sagen Dankeschön für deinen Besuch. Ich sage danke, dass ich hier sein durfte. Immer wieder gerne. Gerne im nächsten Jahr direkt die Einladung, wenn das neue Album kommt. Wir stehen hier auf der Matte, ob du da bist oder nicht. Okay. Wir haben noch einige Fragen nachträglich an den Tom. Und zwar, über welche Songs kommen eigentlich in dem neuen Album vor? In welcher Art? Wie entstehen die Texte zu solchen Songs? Mhm. Oder sind das jetzt Klassiker, die du jetzt nachgesungen hast? Also, das ist ein rein neues Album. Nee, bei dem Live-Album jetzt speziell haben wir wirklich überlegt. Wir haben ja eigentlich in 2020 haben wir unser großes 15-jähriges Bandjubiläum gehabt und wollten da groß auf Tour gehen, was wir jetzt erst in diesem Jahr machen, also quasi zum 17-Jährigen, auch wegen Corona natürlich. Und dafür hatten wir schon so angefragt bei den Fans und in den sozialen Medien, bei Instagram, bei YouTube und Facebook und so weiter. Was sind eigentlich so die Songs, die Leute eigentlich gern hören würden für dieses Programm? Weil wir dachten, naja, okay, das ist nicht nur unser Jubiläum, das ist auch für viele von den Fans ein Jubiläum. Und wenn wir so zum Best-of quasi dann einladen zu den Konzerten, dann soll es auch ein Best-of sein. Und man selber hat ja oft gar kein Gefühl dafür, was sind eigentlich so die Songs, die vielleicht manche Fans endlich mal wieder hören wollen. Und da haben wir dann tatsächlich rumgefragt und daraus haben wir dann ein das Programm gestrickt, was wir auch an dem Abend im Savoy halt gespielt haben. Und da sind ein paar eigene Songs von mir dabei, da sind aber auch Klassiker einfach dabei, zum Beispiel so ein Song, den ich auch super gerne immer wieder singe, Help Yourself von Tom Jones in unserer Version. Es ist aber auch einiges von Frank Sinatra dabei, Flying to the Moon ist zum Beispiel immer so ein Song. Wir haben natürlich auch My Way gespielt. Wir haben also alles mögliche, so ein buntes Programm gemacht mit all dem, was so die Band in den letzten 15 oder 17 Jahren so gespielt hat durch die Zeit. Hast du deinen Tourplan im Kopf?
Wo spielt ihr und wann fängt die Tour an? Ich weiß es quasi, wenn ich auf der Bühne stehe, weiß ich ungefähr, wo wir sind. Aber es ist tatsächlich, wir spielen ab Oktober und November spielen wir ganz viele Konzerte in ganz Deutschland, okay, mit dem Programm endlich. Und dann geht das fast nahtlos dann über in unsere, schon legendär, muss man sagen, unsere schon legendäre Weihnachtstour. Also der ganze Herbst, okay, und Winter, die ganze Pause, die ich jetzt hatte, so mit so wenigen Konzerten, das wird jetzt wieder richtig aufgeholt mit einem sehr, sehr vollen Herbst und Winter. Die Künstler haben wir auch richtig gelitten. Keine, ja, Auftritte, kein gar nichts. Da fehlt es doch mal irgendwann ein bisschen am Kleingeld, ne? Das am Geld Kleingeld nicht mal und Großgeld. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns alle. Also ich meine, ich habe es auch, wir haben wirklich beim Savoy gemerkt, sowohl die Musiker als auch das Publikum, dass alle so ein bisschen ausgehungert waren. Ja. Das hat so viel Spaß gemacht. Wir dachten, wow, na, hätte ja auch so sein können, dass man wieder auf der Bühne steht nach so langer Zeit und dann denkt, ach ja, ja, so war das, ja, so doll, ach, ich lege mich wieder hin. Nee, wir haben alle so gedacht, Mann, ja, das ist es, wofür wir das machen. Und die Leute haben auch Spaß gehabt und so. Man war ja noch natürlich auch eingeschränkt, Masken so ein bisschen mitgesungen und so. Aber da haben wir gedacht, nee, es muss endlich wieder losgehen und das tut es ja, glaube ich, jetzt dieses Jahr auch wieder. Ja, Gott sei Dank. Obwohl ja immer noch sehr, sehr viele Absagen von Künstlern kommen, die teilweise, ja, ihre Shows noch auf 2023 schon verschoben haben. Es wird auch bei uns, gab es auch im Frühjahr auch wieder Sachen, wo wir sagten, nee, wir gehen wieder auf Nummer sicher, wir legen es alles in den Herbst. Ich hoffe einfach wirklich und falte die Hände, dass im Herbst wir auf großer Tour sind, mit dem Album dann. Auch dazu viel Spaß. Ja, vielen Dank. Viel Freude für jeden Gast, der da kommt. Freue ich mich auch. Wir haben noch ein ganz besonderes Schmankerl jetzt für euch. Das nennt sich ein E-Book. Da sind neben drei CDs, gibt es da jede Menge, upsa, komm her, tolle Bilder von Tom. Nicht nur von mir, aber von mir ist es natürlich besonders toll, muss ich zugeben. Der Rest der Band ist aber auch gut getroffen. Nur langsam mal. Es ist wirklich, ich finde es wirklich, ich bin wirklich, guck mal, ich gucke es mir fast an mit einer Träne im Auge, weil es wirklich, ich finde es wirklich sehr schön. Es ist so ein richtig was, was man sich zu Hause auf den Tisch legt. Oder sogar mit ins Bett nimmt und nochmal durchblättert, bevor man dann schlafen geht. Okay. Wir haben halt das ganze Konzert halt so mit begleitet. Wir haben den Soundcheck fotografiert, das Konzert. Ein bisschen hier am Tag vorher haben wir ein paar Fotos gemacht. Damit man mal so sieht, wie ich normalerweise zu Hause sitze. Ja, das sieht gleich noch besser. Ich habe ein Bild gerade gesehen. Da liegt auch jemand ganz faul auf der Couch rum. Ja. Ja, also das ist wirklich, finde ich, ein sehr schönes Produkt gewesen, weil wir auch einen tollen Fotografen hatten, einen tollen Grafiker, ja, der das alles, das ist ja total aufwendig, sowas zu machen, kann man sich ja vorstellen. Und das ist echt ein schönes Zeitdokument sozusagen. So war es damals im Savoy in Düsseldorf, so war so ein typischer Auftritt. Das Savoy ist auch überhaupt einer meiner Lieblingsorte überhaupt für Auftritte. Warum? Das ist so ein altes Kino im Grunde und sehr, sehr plüschig. Nicht so ein klassischer Konzertsaal, sondern da passen so 600, 700 Leute rein. Und eigentlich eine ganz tolle, gemütliche Größe und einen tollen Sound. Ach, guck mal, noch wieder ein Foto von mir. Es hört ja gar nicht mehr auf. Ja gut, das E-Book hat ja was mit Tom Gable zu tun. Hat was mit mir zu tun, ne? Ja, so ganz leicht. Hier, und unser großartiger Posaunist Richie, der ist auch mal verewigt, mit dem singe ich sogar ein Duett. Der hat es auch mal als Sänger jetzt auf eine Platte geschafft. Okay. Und träumt das schon lange, glaube ich. Ja, also... Ich finde es was sehr Besonderes, weil es halt nicht einfach nur eine CD ist. Wir haben natürlich auch eine normale CD gemacht. Aber das finde ich schon sehr speziell. Dieses Buch mit vielen Fotos, bisschen Hintergrundinformationen. Wir haben zwei CDs, eine DVD. Da ist nochmal der Turm. Und ganz hinten. Oder du zeigst jedes einzelne Foto. Ich zeige jetzt jedes Bild. Richtig. Ja, sehr mir gut. Fehlt nämlich das Bild nach, wo du auf der Couch rumliegst. Das hast du, glaube ich, eben gerade überblättert. Das ist mir schon. Ehrlich? Ja, es ist mir aufgefallen. Okay. Pass auf, ich zeig's dir. Das, ja, ist ganz am Anfang. Denn auf der Couch habe ich natürlich nur am Tag vorher rumgelümmelt. Du meinst sicherlich das da. Ja, das Bild habe ich gemeint, genau. Dann haben wir das übersprungen. Ja, da haben wir zu Hause ein paar Fotos gemacht. Das hatten wir gar nicht. Und da sagte der Fotograf so, setz dich doch mal in den Sessel, wie du dich ganz normal entspannst. Ja, Füße hoch. Wie dich das gehört. Ist auch mit nackten Füßen, also muss ich sagen, haben wir gearbeitet. Trotzdem ist das sind alle stehen geblieben. Album alle weggelaufen, ich sag's dir. Trotzdem ist das Album für die ganze Familie, sag ich mal. Gucken wir mal ganz kurz durch, ob wir noch irgendwas Besonderes haben. Ja, hinten ist ja noch was Besonderes. Ich bin ein ganz großer Vinyl-Fan.
Und wir haben hinten noch eine, den einzigen Song, den wir im letzten Jahr neu aufgenommen haben, bei mir im Studio, auf die Eleganz, beziehungsweise Here's to Elegance, die englische Version. Okay. Den haben wir da noch draufgepackt. Den haben wir auch auf dem Album live gespielt und so. Das ist so ein richtig so ein schönes Gesamtwerk. Was habe ich eigentlich 2021 so gemacht? Wie teuer wäre so ein E-Book, wenn es sich das jemand jetzt kaufen möchte? Ich glaube, das kostet so ungefähr um die 40 Euro. Also es kostet schon was. Aber okay. Das, aber gut, ist, dafür hat man noch, das ist ja so viel wie 10 CDs. Ja, ist was ganz Besonderes, ja. Und wo kann man das erwerben? Das kann man überall kaufen, wo man sowas kaufen kann. Bei JPC, bei Amazon, beim Händler des Vertrauens. Oder wenn natürlich bei uns auf die Konzerte kommt im Herbst, der kann es da natürlich auch kaufen und kriegt nochmal ein Autogramm dazu. Gut, dann sollen die doch alle auf die Konzerte kommen, oder? Ja, aber vielleicht auch jetzt schon vorbestellen und so, ist auch nicht schlecht. Und dann trotzdem nochmal aufs Konzert gehen. Danke nochmal. Ich wünsche euch gleich eine gute Heimfahrt. Ja, danke. Komm, sehr. Wo geht's hin? Direkt nach Düsseldorf? Es geht jetzt nach Düsseldorf. Wir feiern jetzt heute ein bisschen, dass das Album jetzt bald herauskommt. Am 6., am 7. oder am 8. Wir wissen es nicht. Aber heute wird ein bisschen gefeiert dafür. Finde ich gut. Das heißt, es gibt auch Alkohol. Es gibt Alkohol in eine Menge. Okay, danke dir nochmal für den Besuch. Ja, danke schön. Euch auch eine gute Zeit und viele Grüße. Ciao.